Auf der sechsten Etappe der Schweizer Käsereise reisen wir auf Stein in die Appenzeller Schaukäserei. Schon bald wissen wir, was es alles braucht, um einen original Appenzeller Käse zu machen. Kannst du mir dein Geheimrezept verraten? Nein. Das Geheimnis von der Kräutersulz wird uns aber auch der Käser Urs Buchecker nicht verraten. Immerhin, ein Geheimnis wird dann doch noch gelüftet. Das Rezept der Appenzeller Käsenudeln. Die sehen für uns zwar eher aus wie Hörnli, aber geniessen tun wir sie so oder so. Zum Dessert wird uns dann ein musikalischer Leckerbissen serviert. Schließlich legt der Appenzeller Hackbrettspieler Nicolas Senne so richtig los. Und macht uns noch mit einer anderen Appenzeller-Tradition bekannt. Im Talerschwingen. Wir probieren alles eine aus, aber dann ist es auch schon wieder Zeit, um eine weitere Etappe mit einem feinen Schweizer Käse zu krönen. Auf der siebten Etappe besuchen wir Tilsit und kommen den 100. Käse von unserem letzten Gast über. Kommen Sie mit!